Amateurbilder einer Massenschlägerei am Stadtrand von Moskau. Die Männer mit nacktem Oberkörper, autonome Neonazis, prügeln Kaukasier brutal nieder. Bei diesem Kampf werden mehrere Gegner der Ultrarechten schwer verletzt. Schande, weg mit dem Nazi-Pack. Diese Moskauer fordern ein Ende der rechten Gewalt. Die Polizei müsse sich die radikalen autonomen Zellen stärker vornehmen. Die Autonomen sind deswegen so gefährlich, weil sie von niemandem kontrolliert werden. Sie gehören zu keiner Partei, leben im Untergrund und handeln absolut skrupellos. Viele Demonstranten gedenken auf dieser Kundgebung ihrer Freunde. Die beiden Antifaschisten, Rechtsanwalt Markelov und Journalistin Baburova, wurden vor 3 Jahren von einer autonomen Neonazi-Zelle erschossen. Seitdem haben Rechtsextremisten mindestens weitere 153 Menschen getötet. Zahlen der Bürgerrechtsorganisation SAVA. Wir denken, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher ist. Mehr Neonazi-Morde begangen wurden, als uns bekannt ist, sprich, als die Behörden zugeben wollen. Diese Neonazi-Gegner wissen, wie schwierig es wird, die ultrarechten autonomen Zellen auszumerzen. Denn ein großer Teil der Gesellschaft toleriert sie stillschweigend. Rechtes Gedankengut wird nur von relativ wenigen Russen kategorisch abgelehnt.